Erstmalig zeigen wir Ihnen unter dem Thema Trend Report 5 verschiedene Trendthemen. Zum besseren Verständnis, modische Themen werden dann zum Trend, wenn sie eine breite Durchsetzung auf dem Markt erfahren. Als erstes Thema sehen Sie Schwarz und Weiß. Weiß ist die dominante Farbe zum Sommer, wie immer, aber nunmehr in Kombination mit Schwarz, also nie ganz schwarz oder nie ganz weiß, sondern die Kombination daraus zusammen mit Drucks oder Buntgeweben, das ist das neue Bild, das uns sehr am Herzen liegt. Die modischen Kombinationen bestehen aus neuen Druckdesigns wie Streifen, Tierfelloptik oder Blumen in Schwarz-Weiß, positiv und negativ, in Kombination eben mit den Haupt- und Grundfarben, ergänzt durch Accessoires wie Schuhe oder Tücher. Sweet and Sensitive heißt ein neues Modethema und das beinhaltet die Kleider. Die Kleider feiern eine Renaissance. Sie kommen wieder in voller Breite. Sweet ist eigentlich mehr bezogen auf die Kolorierung von leichten, pastellfarbigen Blumen in kurzen Kleidern, schon mit schwingenden Röcken, manchmal sogar mit Petticoat für die ganz Jungen oder aber natürlich auch für den Stil der Kleider aus den 40er Jahren, figurbetont, wobei die Accessoires eine große Rolle spielen wie die Frisuren aus der Zeit oder Strümpfe mit Nähten. Happy Summertime ist der Titel für alles, was zum Sommer gehört. Hochfarbig, bunt, farbkräftig, junge Kleider, Hosen, Blazer, alles ist hier integriert in dieses Thema. In diesem Fall bunte, karierte Kleider, Madras Karos, Collar Power Checks in verschiedenen Kombinationen, Blazer mit Tops dazu, Hosen mit Strick-Twinsets und natürlich nicht zu vergessen bunte Gürtel, bunte Holzperlenketten oder die Schuhe. Tropical Safari heißt ein bisschen Dschungel, ein bisschen Safari, ein bisschen Abenteuerlust, aber nicht, wie Sie es eigentlich bisher gekannt haben, in Khaki, in NATO-Grün, in Grün, sondern von uns auch wiederum hochfarbig koloriert. Bunte Hawaii-Farben in Kombination mit rein Weiß. Der Safari-Look wird gegeben durch die Attribute wie groß aufgesetzte Uniformtaschen oder Gürtel und wird noch unterstrichen durch die Accessoires, breite Hüte und offene Schuhe, Sandalen oder ähnliches. Floral Fantasies heißt ein neues Thema, wie der Name schon sagt, Blumendesigns. 3 unterschiedliche Designs in unterschiedlichen Kolorierungen, unterschiedlichen Farbgebungen, also die zueinander gehören. Das ist neue Mode, kombiniert zu weißen Röcken und zu weißen Hosen, dazu die passenden Hüte. Das Florale gibt das Weibliche, das gibt auch die Fröhlichkeit, das gibt den Sommer für 1996. Entdecken Sie die Trends in der Modewelt von Quelle.